Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, ich habe wieder Post bekommen und wurde gefragt, ob ich nicht gerne was vorstellen möchte. Und natürlich teste ich super gerne alle möglichen Hardware-Sachen für VR, ob es jetzt Zubehörkram ist oder aber auch VR-Brillen, also alles, was mit VR zu tun hat, teste ich gerne. Ja, die Firma Geek VR hat mich angeschrieben, ob ich nicht gerne das Facial Cover testen möchte von ihnen und dazu noch dieses Halo-Strap, sage ich einfach mal, was vorne noch drankommt, wie das zusammengebaut wird, zeige ich euch gleich mal. Ich habe es natürlich kurz ausgepackt, um mal zu schauen, ob alles drin ist, was drin ist. Und jetzt packe ich das mit euch zusammen nochmal aus. Mal ganz kurz schauen, was da so drin ist. Und fangen wir mit dem Facial Cover an. Das ist eigentlich am wichtigsten. Und ich war so schlau und habe es super eng zusammengepackt. Und ja, wir schauen auch gleich, was das Ganze kostet, wo man es bekommt und das schauen wir uns nachher natürlich an. So, jetzt haben wir hier in dem Karton einmal so kleine Aufkleber. Für was die sind, zeige ich euch gleich. Dann natürlich ein kleines Handbuch, wie die Montage so abläuft, aber das ist eigentlich relativ easy und das sollte eigentlich jeder VR-Besitzer wissen. Und ich zeige euch das aber gleich auch nochmal. So, jetzt haben wir einmal hier so ein Facial Cover. Das ist so eine Art Schaumstoff, sage ich einfach mal. Ist natürlich saugfähig, deshalb für Sportaktivitäten dann nicht so ganz hygienisch. Und dann haben sie aber auch schon montiert ein Kunstleder-Cover, sage ich einfach mal, was natürlich den Schweiß nicht aufnimmt, es sei denn, es ist irgendwo eingerissen oder so. Und ansonsten hat man da halt ein bisschen mehr Hygiene. Aber dieses Kunstleder, das ist nicht jedermanns Geschmack. Also da muss man echt ein Freund von sein. Und ja, so sieht das Ganze aus. Mit meiner Brille habe ich sowieso immer Probleme reinzukommen, weil meine Brille ziemlich breit ist und ich bin auch froh, dass ich nicht mehr mit der Brille in die VR-Welt muss. Dafür habe ich ja jetzt diese VR-Optiker-Linsen. Aber so ist es echt ziemlich angenehm. Und warum sollte oder muss man sowas eigentlich machen? Ja, wir haben ja aktuell noch das Problem, dass das Original Pico-Cover, aber auch da wird eine verbesserte Version noch rauskommen von Pico. Aber das Original-Face-Cover ist halt, ja, an den Seiten, ich habe immer das Problem, dass ich an den Seiten hier Lichteinfall habe. Und ja, wie ihr seht, ich komme sogar mit meiner Brille auch super easy rein. Ja klar, weil es hier ziemlich offen ist. Und wenn ich dann hier aufnehme und mit meinen Softboxen, die ziemlich hell sind, hier hantiere, und dann ist es halt ein Problem, dass ich den Lichteinfall auf der Linse habe. Und dann macht das Ganze nicht mehr so einen wirklichen Spaß. Von daher erhoffe ich mir dadurch jetzt eine große Verbesserung. Und ja, das Ganze ist eigentlich mit so einem Klett hier montiert. Da kann dann jeder entscheiden, ja, möchte ich jetzt hier diesen Schaumstoff oder möchte ich das Kunstleder lieber haben. Und wir haben hier auch noch einen Austritt, Luftaustritt, und auf der anderen Seite auch. Und hier innen drin, kann ich euch zeigen, da diese Rillen, die sind offen, zeigen nach draußen und so soll man eine besseres Raumklima in der VR-Brille haben. So, das passt am besten. Man soll halt ein bisschen Luftdurchsatz auch haben. Es sind keine Ventilatoren oder sonst was drin. Es funktioniert einfach nur, man bewegt sich. Hier haben wir trotzdem die Möglichkeit, dass Luft austreten kann oder auch reinkommen kann. Von daher, es ist natürlich auch ganz gut. Besonders für Beschlagen soll es dann besser sein. Man hat ja schon mal das Problem im Sommer, wenn man wirklich schwitzt am Kopf, dass die Linsen beschlagen. Ob es damit besser wird, muss man noch testen. So, diese Aufkleber, die ich euch eben gezeigt habe, die sind hier oben montiert oder geklebt, hier und hier. Und das schützt natürlich vor Lichteintritt. Weil wenn ich jetzt das Teil hier so benutzen möchte, ohne diesen Aufsatz hier, diesen Halo-Aufsatz, so nenne ich ihn einfach mal, ich muss gleich mal gucken, wie der wirklich heißt, dann haben wir hier oben Löcher drin, wo das aufgesteckt wird. Das machen wir aber gleich auch mal. Und so kann man die abkleben und dann auch so benutzen. Jetzt holen wir mal das Geek VR TNT Halo Strap Cushion raus.
Und ja, diese Halo Straps, wie auch schon bei der PSVR 2, die sind natürlich auch ganz gemütlich, weil sie hier so schön aufliegen. Und das Ganze soll das dann halt hiermit auch haben. Und auch hier haben wir wieder das Gleiche. Wir haben einmal ein Kunstleder hinten drauf. Und hier haben wir diesen Schaumstoff, so ganz ja, weiches Gewebe. Ich weiß gar nicht, wie man sowas jetzt nennt, aber ist echt ziemlich weich und angenehm. Und ja, das Ganze liegt dann hier natürlich auf und soll so ein bisschen auch vom Gewicht nehmen. Die Pico ist natürlich sowieso schon von Grund auf vorne ein bisschen leichter, weil das der Akku hinten ist. Aber ja, das soll noch mal ein bisschen angenehmer werden. Das Ganze mache ich jetzt. Ich werde das jetzt hier aufstecken. Ihr seht ja da, wo die Aufkleber hier sind. Und das stecke ich jetzt mal hier auf. Ich versuche es einfach durch den Aufkleber durchzustecken. Sollte eigentlich machbar sein. Zack, zack. So, und schon haben wir es. Ich ziehe jetzt mal kurz meine Brille aus. So, so sieht das Ganze dann aus, wenn es noch nicht montiert ist. Und ja, ich bin jetzt echt gespannt. Ich werde das Ganze jetzt mal auf die Pico montieren. Und ja, ich versuche euch das zu zeigen, aber ich kann euch das nicht versprechen. So. Also, es ist ja eigentlich so, dass es einfach nur aufgesteckt wird. Hier sind ja auch noch Magnete drin. Einzige, wo ich darauf achten muss, dass hier diese Klammer von dem Headstrap, von dem Kopfband oben, dass das drin ist in der Halterung. Und dann kann ich die einfach hier aufsetzen. Und schon hat er eingesnappt. Und ja, schon ist das Ganze ready for use. Das ist das Schöne von den ganzen Magnethaltern, dass es einfach so einsnappt und gut ist. So, jetzt werden wir das Ganze mal probieren. Und der erste Augenblick, also ich sehe hier noch ganz, ganz minimal, aber das ist echt nicht so tragisch. Kann auch sein, dass ich hier diese Nasenlasche noch nicht 100% vernünftig habe. Ja, ich sehe es gerade, die ist noch nicht so ganz so. Also jetzt sehe ich sehe links und rechts nichts, ich sehe oben und unten nichts. Es liegt hier super bequem auf und also vom ersten Feeling her, ich werde es natürlich gleich mal ja, eine Stunde testen, danach werde ich ein kleines Kurzfazit geben für euch, aber ich wollte euch das definitiv nicht vorenthalten, weil ich ärgere mich über das originale Facecover und ja, das ist echt, scheint erstmal sehr gemütlich zu sein und das ist das Wichtigste. Ja, das war der Ersteindruck und worauf man achten muss, wenn man unbedingt das Nasencover natürlich komplett blickdicht haben will, also das von unten nicht reinscheiden, muss man gucken, dass man hier dieses Gummi ja, vernünftig reinsetzt. Das habe ich jetzt gemacht. Das war gerade so ein bisschen verschoben. Dann kann natürlich von unten was reinscheinen. Es gibt Leute, die möchten das gar nicht, dieses Nasencover, weil die nach unten schauen und sich so im Raum orientieren. Von unten reinscheinen ist nicht so schlimm wie von der Seite, finde ich jetzt. Aber ich habe es lieber wirklich blickdicht und habe gar keinen Lichteinfall. Also das zieht mich zu sehr aus der VR-Welt raus und das muss nicht sein. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wo wir es bestellen können, wie viel das kostet und ja, dann zeige ich euch mal ganz kurz die Amazon-Seite. Hier sind wir auf der Amazon-Seite und ja, hier sehen wir der reguläre Preis 35,99 von dem Facecover ohne das Halo-Strap dabei oder Halo-Aufsatz dabei. Kostet 28,79 mit dem 20% Gutschein und ja, hier sehen wir unten auch, dass das Halo-Strap kostet 26,91 und so sind wir insgesamt bei 55,70, wenn wir beide haben wollen. Wer jetzt nur sagt, okay, beim originalen Facecover von Pico stört mich, dass ich hier Lichteinlass habe, der kann auch nur das kaufen und wird damit auch schon wahrscheinlich zufrieden sein, aber das wird mein Test gleich noch zeigen. Und ich denke schon, dass hier das Halo-Strap umso komfortabler ist, weil es ein bisschen abfängt und ja, aber ich werde den Unterschied testen, mal mit, mal ohne und dann werde ich das mal einfach checken, gegenchecken, was da das Bessere ist. Ja, gehen wir mal ganz kurz auf die Einzelheiten ein. Hier haben wir den Aufbau von dem Facekissen, hier haben wir das PU-Leder, dieses Kunstleder, dann haben wir hier diesen Schaumstoff und ja, Klettverschluss und so weiter und so fort, also ist relativ einfach zu wechseln über Klett. Man muss nur gucken, dass man das dann schön einordnet, dass man hier nicht dann das zu nah dran hat. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen.
Man muss natürlich schauen, dass hier das nicht gegen die Nase drückt. Da muss man dann schauen, dass es hier schön eingearbeitet ist. Und ja, dann wird man auch Spaß damit haben. Und ja, hier haben wir nochmal den Klettverschluss. Und hier sehen wir die Lufteinlässe nochmal in groß. Und ja, die sind hier so angeordnet. Und wenn ich die angucke, die sind hier so angeordnet und so hat man dann halt auch sehr, sehr wenig Lichteinlass oder kaum Lichteinlass. Ich habe jetzt nichts wahrgenommen, werde ich aber gleich in meinen Test noch genauer testen, auch mal gegen richtig helles Licht halten und dann mal schauen, ob man dann innen drin was sieht. Also Luftzirkulation unter der VR-Brille ist immer gut, schlecht wäre ein Ventilator, also der dann wirklich mir an die Augen pustet und Staub und sowas da reinbringt, dann haben wir ganz schnell eine Bindehautentzündung. Das muss nicht wirklich sein. Und ja, hier sehen wir auch, es sind magnetische Verschlüsse. Das ist natürlich sehr komfortabel. Man muss nicht großartig fummeln, man muss nur kurz die Führung haben und schon snappt er ein. Ging eben eigentlich relativ gut. Und ja, hier haben wir das nochmal, wie der aufgesetzt wird, der Halo Comfort Strap. Und hier haben wir das ganze Set nochmal, was in der Box ist. Hier haben wir diesen, ja, wie ich eben schon erwähnt habe, den kann man natürlich wechseln oder rausholen, den Nasenschutz, dass kein Licht reinkommt. Und hier haben wir das Synthetic Silk Cover. Hier haben wir den PU Leder Cover. Und hier haben wir halt das normale Face Cover, wo alles draufkommt. Hier die Sticker, die ich euch erklärt habe, die hier in die Löcher dann kommen, falls man das Halo Strap mal deinstallieren oder demontieren möchte und dann hat man hier oben Löcher, dann muss man das natürlich zukleben. Ja, Leute, also 55,70 fürs komplette System, sage ich einfach mal, finde ich nicht zu viel, wenn man wirklich die den VR-Komfort dadurch erhöhen kann und aktuell gehe ich davon aus, dass das definitiv verbessert wird dadurch und ja, ihr könnt das bestellen. Unten sind die Links, das sind Affiliate-Links, damit unterstützt ihr meine Arbeit, ihr zahlt aber keinen Cent mehr und darüber könnt ihr auch andere Amazon-Sachen kaufen, wenn ihr mich unterstützen möchtet, klickt einfach drauf, gebt in der Suche was anderes ein, kauft das und schon unterstützt ihr meine Arbeit dadurch, bin ich immer super, super froh, wenn das Leute nutzen, natürlich ist das immer ein bisschen aufwendig, wenn man mal kurz auf den Link klicken muss, aber ja, ich wäre euch dann mega dankbar und ja, ich würde sagen, ich schlüpfe jetzt mal für ein Stündchen unter die Brille, mache ein paar Tests und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gespielt. Halbe Stunde habe ich mit dem kompletten System getestet, also mit dem Halo Strap. Dann habe ich das Teil mal abgenommen, um mal so ein bisschen ja, den Unterschied zu merken. Und es ist trotzdem noch angenehm, wirklich angenehm hier vorne. Ich habe keinen Lichteinfall. Ist egal, ob ich jetzt mit oder ohne, das spielt hier keine Rolle. Aber den Unterschied habe ich schon gemerkt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es mit dem hier einen Tick angenehmer ist, wenn es hier wirklich aufliegt. Und ja, fühlt sich so ein bisschen an, als ob noch ein bisschen Gewicht weggenommen wird. Also ich glaube, das macht durchaus Sinn. Ob das jetzt 26 Euro wert ist, weiß ich nicht. Das muss mal der Langzeittest wirklich, ja, da muss man im Langzeittest mal wirklich sehen, ob das essentiell wichtig ist. Ich glaube schon, dass es ein großes Plus ist, aber das ist hier wirklich nur ein Quick-Test. Ich wollte euch so schnell wie möglich dieses Video hier vorstellen, damit ihr auch wisst, dass es sowas jetzt für die Pico 4 gibt. Und ich habe auch den Test gemacht. Ich nehme es mal ganz kurz ab hier. Also erstmal muss ich sagen, es kommt kein Licht mehr an den Seiten rein. Das ist schon mal der Pluspunkt. Definitiv, ich habe auch von unten, wenn ich jetzt hier dieses Nasencover vernünftig montiere, habe ich von unten auch keinen Lichteinfall mehr. Und ich habe auch den Test gemacht mit meinen Softboxen. Ihr seht ja, die strahlen ziemlich hell. Und wenn ich dann seitlich genau hier an der Lichtquelle bin, dann sehe ich natürlich schon, wenn ich genau darauf achte, ein Lichteinfall. Es ist jetzt nicht so ein Lichteinfall wie von der Seite, dass es ihr direkt im Display spiegelt oder sonst was. Man muss wirklich darauf achten, weil es so ziemlich ganz links im Augenwinkel ist. Aber man muss sagen, wenn man eine Lichtquelle hat und man achtet darauf, dann kommt hier definitiv Licht rein. Aber es hat mich nicht gestört. Also ganz im Gegenteil, war ganz in Ordnung. Und ich habe mich wirklich nur aufs Spiel konzentriert.
Und wenn man dann wirklich pausiert hat und man hat dann so ein bisschen rumgeguckt mit den Augen, dann sieht man wirklich, dass an der Seite, wenn man an der Lichtquelle steht, wenn man jetzt ganz normal im Raum steht, das sind ganz, ganz normale Lichtquellen, dann habe ich auch keinen starken Lichteinfall gehabt. Also die tun schon ihren Job, so wie das hier aufgebaut ist. Wenn man da wirklich jetzt Probleme mit hat, kann man das natürlich auch mit irgendwas abkleben, kleines Isolierband oder sonst was, wenn man jetzt das Gefühl hat, es stört. Aber wie gesagt, glaubt mir da, es stört nicht. Es hat mich keineswegs gestört. Vor- und Nachteile zu dem Originalcover. Also Vorteile, wir haben wirklich ein richtig schönes, blickdichtes Cover. Das ist Punkt 1. Sehr angenehm, es ist sehr weich und liegt total bequem auf der Haut. Beide Cover, ich habe das getestet und auch dieses hier, und beide erfüllen ihren Zweck, sind sehr angenehm zu tragen. Das ist wirklich dann individuell zu sehen, mag man das oder mag man das nicht, und macht definitiv Sinn, wenn ich hier Sportspiele spiele. Dann macht das hier Sinn, das kann ich auch schön mit einem feuchten Lappen abwaschen. Hier sieht es anders aus, hier wird direkt auch Feuchtigkeit eintreten und ja, man kann es nicht so wirklich gut waschen. Vielleicht macht es Sinn, das nach einer Zeit dann auch mal wirklich unterm Wasserhahn mit Seife oder so ein bisschen warmes Wasser und das dann mal ein bisschen einweichen und dann trocknen, dann kann man das wahrscheinlich dann auch wieder hygienisch hinbekommen. Aber das würde ich euch empfehlen bei Sportspielen definitiv. Nachteil ist, ich komme hier mit großen Brillen nicht mehr rein. Also ich habe echt ein Problem, hier reinzukommen. Kann ich nicht, gibt einen riesen Fummel, aber ich muss auch sagen, meine Brille ist schon verdammt breit. Also das muss man dazu sagen. Hier habe ich nicht das Problem, hier passt die super rein, aber dafür habe ich halt einen Lichteinfall, der mich permanent stört. Also wirklich permanent. Ja, der ist halt, es ist bequem, also ich habe kein Problem damit, es fühlt sich immer gut auf der Haut an, aber diese Lichteinfälle, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr beim Spielen dann hier irgendwelche C-Wasser oder so reinzudrücken, das macht für mich keinen Sinn. Ja, also jetzt muss man wirklich abwägen, macht das hier Sinn oder nicht? Das kann ich euch wirklich nicht abnehmen. Ich habe das wirklich das Gefühl gehabt, dass ich dadurch noch ein bisschen mehr Komfort hatte. Das ist Fakt, weil man liegt ja halt wirklich schön hier oben auf, man zieht hier hinten fest und man hat wirklich das Gefühl, dass das Gewicht hier so ein bisschen abgefangen wird. Und ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt. Den muss ich aber noch im Langzeittest wirklich feststellen. Werde ich dann auch unter die Kommentare nochmal packen, dann, wenn ich da ein bisschen mal mitgezockt habe, also so 2-3 Wochen, dann kann ich euch da mal ein kleines Fazit unter die Kommentare packen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt ein neues Video zu machen. Aber ich finde, das Facecover macht definitiv Sinn. Also wenn von euch einer da draußen ist und hat Probleme mit den Originalen, dann habt ihr hier wirklich ein schönes Facecover, was einen großen Komfort bietet und keinen Lichteinfall mehr hat. Und ja, zwei Wechselcover sind dabei, also 1, 2. Und da ist für jeden was dabei, meiner Meinung nach. Und wenn ihr sagt, komm, das ist es mir jetzt auch noch wert, dass ich noch einen gewissen Pluspunkt dazu noch habe an Komfort, dann empfehle ich euch auch noch mal das Halo-Strap dabei, also diese Halo-Halterung, weil, ja, wie gesagt, ich habe es eben ohne und mitgetestet und so ein i-Tüpfelchen ist das, was ich dann noch mehr an Komfort habe. Ja, ganze Paket 55,70. Ich werde beide Links mal unten in die Beschreibung packen. Würde ich mich freuen, wenn ihr diese nutzt zum Bestellen. Dann habe ich auch was davon. Ihr zahlt nicht mehr und ihr unterstützt so meine Arbeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich versuche die Videos immer so zu halten, dass es nicht, ich mag diese hochklassigen AAA-Videos nicht, die mehr nach Werbung aussehen als alles andere. Ich will das hier wirklich von User zu User machen. Ich hoffe, euch gefällt das besser als eventuell diese Werbevideos, wo es dann alles so schön dreht und wow, das ist das Neue, bla bla bla. Ist nicht meine Art. Ich will wirklich Videos für User machen. Ich bin ein normaler User und das sind auch meine Eindrücke als User und die möchte ich mit euch teilen. Und ich hoffe, diese Art und Weise gefällt euch. Könnt ihr auch gerne mal unter die Kommentare packen, wie ihr das da seht. Ich bin auch für Kritik offen, kein Problem. Ja, Leute, ich würde sagen,
wenn Fragen sind, gerne unter die Kommentare, werde ich jede Frage beantworten. Ich versuche auch immer relativ schnell zu antworten. Und ich hoffe, ihr konntet euch so einen guten Eindruck von dem Facecover jetzt hier, konnte ich euch vermitteln. Und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt ein Like da lasst. Abo-Button natürlich nicht vergessen, kostet euch kein Geld und ihr unterstützt so meine Arbeit und der Kanal wächst so weiter. So werde ich auch interessanter für alle Hardwarehersteller. Ne? Dann kriege ich auch immer weiter solche Sachen, die ich für euch testen kann. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.